Und herzlich willkommen zu dieser Let's Play-Folge von Fimima, beziehungsweise von mir, Kali, hier bei Baphomets Fluch 5. Ich rück gerade mal das Mikrofon zurecht und habe das natürlich nur gesagt, dass man es gar nicht merkt. Und hier gehen wir gleich mal aus dem Raum raus, weil den haben wir ziemlich abgefrühstückt. Wir waren hier in der Gegend, wir haben Ratten uns angesehen. Wir haben, ich kann ja mal ganz kurz in das Inventar reingehen, das geht mit I. Wir haben hier Telefonrasierwasser, wir haben hier, ja stimmt, eine Kakerlake angeboten, wir haben auch ein Foto von Annette und Lane, wir haben in den Basam dafür gefunden, ihnen einen tollen Namen zu geben. Zeit, Lane zur Rede zu stellen. Ja, das ist jetzt die Zeit, wollte ich gerade ankündigen, aber er hat es ja schon gesagt. Dann müssen wir wohl zu Lane. Gibt es die Galerie hier, da waren wir ja schon. Aber ich würde einfach mal zu Henri's Wohnung gehen. Ob die Witwe überhaupt etwas mit der Galerie zu tun hatte? Weil ich gerade keinen anderen Punkt da gesehen habe. Henri's Wohnung? Können wir da rein? Die Tür war versperrt. Na. War ja sehr erwartend. Warte mal, ich gehe noch mal raus. Wir wollten eigentlich zu Lane. Wo ist denn... Ist der noch bei der Galerie? Ich weiß es nicht. Ja, bestimmt ist er da unten beim Kaffee. Ja, die Galerie war versiegelt. Der ganze Laden sah leer aus. Eindeutig. Lane konnte man kaum übersehen. Es sah aus, als sei er nicht da. Eindeutig, da ist er nicht da und da suchen wir einfach mal, wo er sein könnte. Wo könnte sich wohl einer befinden, der den ganzen Tag trinkt? Wahrscheinlich beim Ort, wo er die meisten Schulden gemacht hat. Und ich bin mal ganz kurz halb an... Der ist er ja gar nicht. Wo ist denn der denn dann? Okay, da sollten wir mal nachdenken. Wo könnte sich da Lane? Warte mal. Lane? Stimmt. Ich versuche ja, das mit Lane richtig hinzubekommen. Genau. Würde ich mal sagen, fragen wir ihn einfach mal. Hi. Monsieur? Komm, wir machen jetzt mal die dummen Sachen wie... Stück Tee. Möchten Sie einen Keks? Sie haben die Geschäftsidee eines Cafés irgendwie missverstanden, Monsieur. Schauen Sie mal, was ich hier habe. Monsieur, bitte. Wenn das der Prüfer vom Ordnungsamt sieht, macht er mir den Laden dicht. Okay, ich glaube, mit dem Rest kommen wir da nicht besonders weiter. Dann. Ich suche nach Monsieur Lane. War er mal hier? Oh ja, Monsieur. Der kam vorhin vorbei. Er meinte, er wolle Henri's Witwe trösten gehen. Aha. Ich hoffe, Sie waren nicht zu Hause. Okay, das ist anscheinend eindeutig der Hinweis gewesen. Hi. Ja, überspringen wir mal die Konversation. Ich will nämlich den noch das Rasierwasser andrehen. Unterlassen Sie das, Monsieur! Und... lassen wir es. Würde ich sagen, auf zu der Gegend. Spezial du Chef. Frog. Ah, oh Gott, nee, Frosch. Oh. Das ist ja ekelhaft. Oh, ich hoffe, ich übersteuere nicht, wenn ich mich so aufrege. Das Mikrofon natürlich. Das Café? Paris hatte wirklich eine Menge ganz ähnlich aussehender Cafés.
Bibliothek, das ist Henris Wohnung. Paris hat... Ja, das kennen wir ja. Sprechanlage sollten wir mal ausprobieren. Hallo? Ich bin's, George Stobbart. Kann ich raufkommen? Tut mir leid, das ist gerade sehr schlecht. Kommen Sie später wieder. Ich weiß, dass Sie das sind, Lane. Ich muss mit Ihnen reden. Annette? Mr. Lane, sagt Ihnen der Name Annette irgendwas? Ich habe keinen Schimmer, wovon Sie reden. Ich muss mit Madame Dubois reden. Ich bin sicher, das hat Zeit. Pech okay. Für Sie. Denn wenn Sie mich nicht reinlassen, erzähle ich der Polizei von Ihrer interessanten Verbindung zu der Sicherheitsfirma. Na gut, kommen Sie rauf. Aber machen Sie es kurz. Tja, der hat echt was zu verbergen. Und rein da. Gute Güte, George. Ihr Timing ist ja grauenhaft. Warum wäre jetzt ein schlechter Zeitpunkt, Sie einen Lügner zu nennen? Was wollen Sie? Ich komme gerade von Vera Security. Ja und? Ja, das hatten wir ja schon mal gemacht. Ich biete besser keinen Keks an, sonst frisst er uns das noch weg. Was wissen Sie über den Inhaber von Vera Security? Ich hatte noch nie das Vergnügen. Erzählen Sie mir etwas über Annette. Über wen? Von Vera Security. Ich kenne keine Annette. Ja, überhaupt nicht, nein. Ich bin überrascht, dass Sie Ihren Eroberungen erlauben, Souvenirs zu behalten. Oh, woher haben Sie das? Annette hat es mir geliehen. Hören Sie endlich auf, damit rumzuwedeln! Kommen Sie schon, Lane. Erzählen Sie mir von Annette. Na schön, ich hatte mal was mit ihr, okay? Und jetzt reden Sie bitte etwas leiser. Und Sie beide haben dann das Sicherheitssystem für den Diebstahl präpariert, ja? Nein, nichts dergleichen. Außerdem war die Affäre auch ein Fehler. Sie erwies sich als recht anhänglich. Ich glaube Ihnen, Sie sind kein Verbrecher, bloß ein alter Lüstling. Das Alte vergessen Sie mal schnell wieder. Ich mache zufällig eine ganze Menge Frauen glücklich. Ja, Gott. Besonders wenn Sie sie verlassen. So. Hier ist jemand, mit dem Sie gut auskommen sollten, Lane. Trevor, das ist Lane. Lane, das ist Trevor. Wieso schleppen Sie eine Kakerlake in einer Streichholzschachtel mit sich rum? So sieht sie was von der Welt und kann mir in Notfällen helfen. Sie haben eine lebhafte Fantasie, Stobbart. Vielleicht werden Ihre anderen geistigen Fähigkeiten ja eines Tages noch aufholen. Ja, das ist schon fast zu schade, dass gerade weder für mich immer noch Bobo dabei sind. Ja, Gott. Kann man sich ja köstlich amüsieren. Aber das ist ja nur ein halber Keks. Ja, ist ein Diätkeks. Nur halb so viel Kalorien. Sehr komisch, Stobbart. Ah, den Humor habe ich vermisst. Ich habe so lange her seit den letzten Aufnahmen. Kennen Sie diese Firma? Ja, Henri hat sie als Wachdienst angeheuert. Mhm. Ist das alles? Können Sie mir etwas über... Annette meinte, das sei irgend so ein sauer aussehender Russe. Ah. Na gut, Lane. Verschwinden Sie. Sie sagen mir nicht, was ich tun soll. Doch. Soll ich lieber Bijou dieses Bild zeigen? Schon gut. Ich gehe ja schon. Sie werden noch von mir hören, Stobbart. Versprochen. Und geben Sie mir das Foto. Haben wir davon vielleicht eine Kopie gemacht? Wenn Lane die Wahrheit sagte, bedeutete das, Annette hatte gelogen. Sie hatte behauptet, den Besitzer nicht zu kennen und wollte mich schnell loswerden. Vielleicht verbarg sie ja etwas Interessantes in diesem hinteren Büro. Und stellen Sie sich auch mal ordentlich vor.
Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Madame. Mein Name ist George Stobart. Nennen Sie mich Bijou. Okay. Dann sehen wir uns mal die Aussicht. Der Blick bis rüber zum Bois de Boulogne war atemberaubend. Boah. Amerika ist mein Land und Paris meine Heimatstadt. Hübsch haben Sie es hier, Bijou. Oh, vielen Dank. Ich liebe schöne Dinge. Schminktisch. Sollten wir vielleicht was klauen? Das ist natürlich immer. Chérie, bitte lassen Sie die Finger von meinem Tisch. Ja, kann ich einmal ziehen. Das ist... Das Modell blickte lässig in die Welt. Vielleicht bekomme ich hier noch ein paar Infos. Hallo, junger Mann. Wie schön, dass Sie mich besuchen. Was kann ich denn für Sie tun? Ich komme von der Versicherung. Mein tiefstes Beileid zu Ihrem Verlust. Henri, mein armer Wilder. Er starb in der Blüte seines Lebens. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sicher, warum nicht? Ein kleiner Chat, wie Sie als Amerikaner wohl sagen würden, täte mir bestimmt gut. Dann chatten wir mal. Was gibt's hier? Lied, Galerie, Henri. Und, haltet das wirklich das Rasierwasser? Ja. Mögen Sie diesen Duft? Himmlisch, nicht wahr? Henri liebte den Duft. Wenn man den Duft von, wie hat das einmal beschrieben, toten Kalacken mag? Na. Jeder nach seinem Geschmack, würde ich dann mal sagen. Jeder nach seinem Geschmack. Ich würde einfach mal über Henri sprechen. Henri war sehr tapfer in der Galerie. Er versuchte, den Dieb aufzuhalten und zahlte dafür mit seinem Leben. Henri war mein Löwe und mein Schmusekater. Ich möchte da doch nicht so viele Details wissen. Ansonsten wird es hier noch von YouTube gebannt. Können Sie mir etwas über die Galerie erzählen? Liefen die Geschäfte gut? Die Galerie war Henris Baby. Er hat nie mit mir darüber geredet. Sie hatten also nichts damit zu tun? Gar nichts. Geschäftliches liegt mir nicht so. Ihr Plattenspieler scheint immer das gleiche Lied zu spielen. Ja, dieses Lied tröstet mich. Es erinnert mich an Henri. Und der Diebstahl. Bijou, ich glaube, der Dieb hatte Hilfe von jemandem, der zur Galerie gehört. Hector Lane war es nicht. Der ist nicht verschlagen genug. Aber wer sonst? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es noch rausfinden. Das verspreche ich Ihnen. Okay, ein bisschen Spaß. Hey, das hier wird Sie etwas aufmuntern. Sagen Sie Trevor guten Tag. Eine Kakerlake. Ich bevorzuge die Bezeichnung Begleiterin. Und ich die Bezeichnung Ungeziefer. Hui. Bitte zeigen Sie mir sowas nie wieder. Ist doch ein schöner Chat. Gott, jetzt spricht schon auch so ekelhaftes Englisch. Denglisch quasi. Teegebäck. Wieso ist der Keks kaputt? Mit dem Rest habe ich eine Kakerlake gefüttert. Ich glaube, ich möchte lieber keinen. So, dann... Komm noch mal. Wie fühlen Sie sich? Ich versuche es immer noch zu ver... Okay. Danke für Ihre Hilfe, Bijou. War mir ein Vergnügen, junger Mann. Bijou schien nichts zu wissen. Ich konnte Lane noch immer nicht recht glauben. Annette andererseits hatte mich wegen des Besitzers von Vera Security angelogen. Und damit würde ich sagen, gehen wir vor der Leiche von Henri in die nächste Folge von Baphomets Fluch. Sind wir alle verflucht und werden wir alle sterben? Genau, das in der nächsten Folge. Bis dann noch und ciao.